So. Koffeinentzug. Unser nackter Mann unter der Dusche hat Koffein sein gelassen und deshalb gucken wir uns das mal an. Impfstoff oder Berliner Flughafen? Der eine ist, das wird wahrscheinlich genauso lange dauern wie der Berliner Flughafen. Also, unser nackter Mann, eine Woche auf Koffein verzichtet. Wir schauen mal an, was er für Erfahrungen hat ohne Koffein. Grüße. Ach scheiße, ich habe mein Intro habe ich vergessen. Euch Freunde, Jeremy Fragrance hier. Eine Woche ohne Koffein. Heute habe ich es mir wieder reingehauen. Was ihr hier seht, ist Organic Gyokuro Schattentee aus Südjapan von einem führenden Biobauer Mr. Von deinem führenden Biobauer empfohlen. Ich muss auch so einen Move haben, auf jeden Fall. Ich muss so einen Einspieler haben, wo ich so Moves mache. Sakamoto. Ja, Carnivore macht er auch noch, aber er hat ja auch noch. Der hat es natürlich blöd gemacht, weil er gleichzeitig Koffein rausgelassen hat. $38 pro 50 Gramm das Zeug. Ich bestelle mir das kiloweise. Also ich bestelle mir wirklich den Deluxe-grünen Tee. 20 Gramm trinke ich und 20 Gramm rauche ich. So würde ich das machen, wenn ich mir kiloweise bestelle. 20 Gramm trinken, 20 Gramm rauchen. Funktioniert. Schattentee. Ich habe keine Ahnung. Irgend so ein Grüntee. Und ich hab in meinem Leben noch nicht einmal Kaffee getrunken. Noch nicht einmal. Aber Grüntee und Guarana und so ein Zeug. Also volle Granate. Ich habe auch noch nie gekokst und so. Also ich bin voll clean, auch wenn das manche Leute denken. Jetzt sag das liegt am Parfümschnüffeln. Wenn ich die ganze Sache am Parfüm schnüffel, dann hast du natürlich so viel Alkoholdüfte aufgenommen, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen wirsch durch die Gegend läufst. Vielleicht probiere ich das mal auf. Vielleicht ist das die neueste Partydroge, Parfüm schnüffeln. Nee, ohne die Klammern da drum, Kurbel. Zeige ich euch, wie ich mich gefühlt habe. Alter Schwede, ich glaube, alle von euch nehmen entweder Koffein zu sich, ja, oder Energy Drinks. Ich meine, das ist ja auch Koffein. Wenn du 3-4 Tage ohne Koffein bist, dann bist du so in einer anderen Welt. Und zwar erstmal im Negativen. Weil du echt so, bist voll crazy drauf, Alter. Ich sag's dir, wenn du einen Koffein nimmst. Du bist nicht crazy drauf, du bist einfach saumüde. Du gehst zweimal am Tag schlafen oder irgendwie so ein Scheiß. Du kriegst gar nichts mehr gebacken, wenn du das Koffein auf einmal rauslässt. Weil du abhängig bist. Du machst. Kurz zwischendurch, meine eigene Brand, die besten Parfums der Welt macht, für mich. Für mich. Wenn du dafür Ausnahmen. Keine Werbung. Weil ich habe die Regel, ich muss alles Parfum Miami und wenn es um Koffein geht. Okay. Gut, weiter geht's. Also die ersten 3-4 Tage ohne Koffein sind echt mies. Also du fühlst dich wie eine Mülltonne. Wie eine Mülltonne. Das ist aber ein guter Vergleich. Aber was ist mit einer Papiertonne? Eine Papiertonne ist eigentlich ganz cool und sauber und clean. Du kannst deine Pakete von der Post in einer Papiertonne ablegen lassen und so ein Scheiß. Ist doch nicht schlimm. 5., 6., 7. Tag, alles cool, alles gut. Und heute habe ich... Heute ist Montag, ich habe am Sonntag letzte Woche aufgehört. Das heißt, das ist jetzt komplett clean eine Woche. Das heißt, am 8. Tag habe ich angefangen. Und am 8. Tag erschuf Gott den grünen Tee und das Koffein. Und ich sag dir, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Ding vorhin reingegossen habe. Einer von euch... Macht doch Einläufe. Ich war wohl 5-mal schlafen am 3. Tag. Ja, das ist echt so. Ich bin jetzt tatsächlich seit dem 2. Oktober? Nee, seit dem 3. Oktober habe ich auch gar kein Koffein mehr getrunken. Geschrieben, ja, pass auf, Koffein ist Nervengift und ist schlecht für das Gehirn. Aber gleichzeitig liest du, dass gerade grüner Tee dieses EGCG hat und GABA, was dein Gehirn fokussierter macht und Den Schwachsinn, den Jasper erzählt hat.
fördert die Fettverbrennung. Und ich bin ohne Witz fetter geworden über die Woche. Ich bin wirklich fetter geworden. Ich dachte erst, das liegt daran, weil ich nicht den grünen Tee habe, glaube ich auch. Und weil ich komplett nur Fleisch gegessen habe, war auch das Problem. Aber wie habe ich mich jetzt... Du hast dich einfach mit Salz überfressen. Das gefühlt, als ich wieder grünen Tee gesoffen habe. Ich sagte, wie ich mich gefühlt habe. Ich trinke das Zeug und dann merke ich auf einmal, wie sich leichter Nebel in meinem Gehirn bildet. Doch wieder zu viel am Parfüm geschnüffelt. Ich sag's ja. So eine leichte Wand, so. So gar nicht so nett, gar nicht so, als ob ich so langsam in eine andere Sphäre abgleite, weil du musst verstehen, null Zucker bei mir. Also sowieso ist bei mir nichts mit hoch. Sind wahrscheinlich, also ich tippe darauf, dass das die Giftstoffe von dem Tee sind. Er hat jetzt einfach eine Teevergiftung. Er war eine Woche völlig clean, ohne pflanzliche Produkte und haut sich dann erstmal die ganzen giftigen Pflanzenstoffe aus dem Grüntee hocherhitzt rein. Also von daher, ach, der Typ ist eigentlich voll witzig. Ey, danke fürs Folgen, aber jetzt reicht's auch. Willkommen. Ja, lass ihn doch rauchen. Der tut ja niemandem weh. Der verkauft sein Parfüm und springt durch die Gegend. Also, ist ja kein Arsch. Ja? Muss man ja sagen. Er macht sein Ding und fertig. Und runter, ich bin so stabil, so. Und dann noch null Koffein, also. Jetzt zum ersten Mal wieder so eine Substanz. Mein Gehirn. So ein bisschen so in Trance. Und irgendwie finde ich das gar nicht so gut. Das sind die Giftstoffe im grünen Tee, von denen ich euch ja auch erzählt habe in dem Jasper Kaven Video. Aber gleichzeitig bin ich so voll am Start. So, also ich muss dir sagen, pass auf, dass du nicht zu viel Koffein nimmst. Ich kann. Also wenn man da natürlich eine Woche lang Koffein rausgelassen hat, dann bringt natürlich auch die minimale Menge an Koffein, die dann in so einem Grüntee drin ist, auch natürlich ein bisschen was. Ich könnte mir vorstellen, also ich mache mir nur einen so eine Dinge pro Tag und einen Matcha teste ich gleich noch und dann bin ich durch, Alter. Und also bin ich durch, Alter. Ey, voll, ich habe gestern, ey, ich war auf Party, ey, Alter, da hat mir auf Party, hat mir einer einen Grüntee angeboten, ey, ich habe direkt gesagt, das ist so hartes Zeug, ey, da lag ich die Finger von und dann noch Matcha. Die haben sich alle Matcha reingezogen auf dem Klo, alle 10 Minuten, ey. Richtig hart. Ey, Berliner Bergheim, Alter, mit Lichtblick am Raven gewesen und erstmal voll den Grüntee reingezwirbelt. Das ist schon geil. Also ich fühle mich schon geil, jetzt wo der Koffein wieder drin ist, aber... Also Libido geil oder geil geil? Also wenn du übertreibst, bist du voll die Mülltonne. Ich rate dir, übertreib es nicht. Also dann, Leute, das ist mein Experiment. Ich esse die Teile übrigens auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da haben wir den Salat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er frisst das Zeug. Schauen, ich liebe euch. Bis dann. Bye. Ciao. Was kommt da noch? Er schneidet nicht mal sein Video großartig. Okay.